Hey Leute, ich bin Janos von DH7 und willkommen zurück bei I Love Lambrusco TV. So gut, heute geht es wieder wie immer mit Rätseln weiter und nebenbei, damit es nicht so langweilig wird, wird Cooler 3481 als Gast heute mal Plants vs. Zombies spielen. Ich meine, wir sind ja nicht hier, damit wir Plants vs. Zombies sehen können. Ich meine, das ist ja etwas, naja, wir sind ja nur hier wegen meiner Pokerrunde, so. Und jetzt mal die entsprechende Musikuntermalung, bitte. Gut, es geht. Darfst du jetzt versuchen? Nein! Das ist kein Attentat! Gut. Wir sind ja nicht bei Assassin's Creed, mein Freund! Putsch dich! Jetzt lautet das zweite Wort zu wissen, bitte Runde 2. Gleich das Wort. Cooler Wort sagt dein Twitter. Ah! Gut. 6 Punkte für Runde 3. Oh! Und zwar, ja, da stehen Bäume, aber auch nicht. da ist manchmal eine Wiese, aber auch nicht. Erde ist hoch. Also, man ist eigentlich das Licht drauf, halt in anderen Wald. Ja, also, meistens ist nicht immer die Richtigkeit, aber manchmal schon. Keine kommt auf andere Bäume. Also aus dem Grund, es ist, ja. Oh Gott. Was geht denn vorne los? So ist es eigentlich. Was geht denn vorne los? Alter. Oh Gott. Ja, gut, ja. Ich glaube, das ist schon Runde 3. Ja, warte kurz. Aha. 4 Punkte für Runde 4. Es ist grün. Gemüse. Ist aber kein Kohl. Das ist gleich. Nein. Keine Erbse. Schade. Manchmal auch Hamburger drauf. Manchmal. Keine Gurke. Ja. Vielleicht auch ein Döner drin, man weiß es nicht. Das ist doch gut. Es gibt auch, ja, so eine Teersoße, kann man auch, man kann zum Beispiel auch Obst machen, ja. Ja, nee, ist klar, ne, so, 4 Punkte dafür. Nächstes. Ist es? Okay, oder, bitte. So, 5. Runde. Aha, auch 4 Punkte, 5. Runde. Ja, ist rot, manchmal war es, aber früher war es weiß. Also es war mal weiß, aber wurde dann rot. Weil dann etwas gefehlt hat, vielleicht wegen Karies oder so. Jetzt befindet sich hier Mund. Das ist aber nicht die Zunge, nein. Da ist jetzt rot, manchmal kann das bluten. Da ist nichts. Da irgendwo ist da nichts mehr da, wo eigentlich hätte ein weißes Ding sein müssen. Und was steht dann dieses Ding da? Dieses nicht. Was steht das da? Niemand hat McDonald's überfallen und hat seine Telefon. Oh, da haben wir. Niemand hat
Keine kommt auch nicht, glaube ich, mein Gott. Ja, natürlich, wir sind gemacht, ich hab's windlos, die Zeit, aber das ist egal. Los, nächste Karte. Aha, interessant. Und das wurde 6 Glaube und 3 Punkte. Ein Kind, das keine Eltern hat. Oh Gott. Kann ich das sagen? 3 Punkte. Kann ich das sagen? Ja. Das sind doch keine Eltern. Also das ist doch jeder, das sind doch Penner. Nein. Und nein, das ist auch nicht Pumuckl. Das ist mir gut. Nächste. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Also anrufen, Leute, anrufen. So, ich muss schon wieder neu starten. So. Kurz 5 Punkte für Runde 7. Das nehmen sie aber auch nicht. Also, ja. Scheiße. Ja, das Wort wurde gesagt. Und dem fällt auf, wenn die Halbinsel gewinnt. Wenn die Halbinsel gewinnt. Auch hässliche TV-Moderatoren von Einlauf Lambrusco TV können mal einen Fehler machen. Wir sind nicht perfekt. Niemand auf dieser Welt ist perfekt. Das wird doch niemand sein. Hell wollte perfekt sein, das ist aber nicht. Gut, also, nächste Karte. Hell wollte perfekt sein, ist es aber nicht. Nächste Karte ist wieder. Runde 8, Freunde, Runde 8. Ah gut, 5 Punkte für Runde 8. Es ist kein Fernseher, aber trotzdem kommt Musik raus. Das ist sicherlich meist hässliche Morgenmoderatoren drin. Oh. Er ist 2. Nee, 94, 3, 2, 3 ist ein Sender davon. In welchem kleinen Glaskasten spielt sich das ab, meine Freunde? In welchem kleinen Glaskasten? Ach, ein Glaskasten. Weißt du, ich kann es selber bauen, wenn man die benötigen, bitte zu Hause hat. Nächste Karte. Runde 9, meine Freunde, Runde 9. Das haut mir irgendwie nicht hin. Genial! Runde 9, Freunde, Runde 9! Das haut irgendwie nicht hin! Wir haben noch 6 Karten, das ist mir jetzt unterliegen. Ich muss mal nachdenken! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doch, wir sind in Runde 9, das ist ja unlogisch, aber egal, dann habe ich jetzt eine Karte mehr aufgelegt. Genial! Gut! Ganz einfach, 4 Punkte, Runde 9! Das Gegenteil von Tod! Jo! Wenn man etwas Bestimmtes dafür tut, kann man ein neues Sachen schaffen. Also bitte. Nee, etwas Bestimmtes schaffen. Also. Na gut. Runde 10. 4 Punkte. Und zwar. Wenn man eine Flasche hat und da nicht drauflaufen soll, was macht man dann oben drauf? Meist drauf man drauf. Wir haben unter das Problem, aber dann mit so. Dingens machen. Mit einer kraftumformenden Einrichtung. Genau. Und was ist das Ding auf der Flasche? Gut, Runde 11, meine Freunde, Runde 11. Musik. Ja, warte. Es geht auch noch. 3 Punkte für Runde 11. Das ist jetzt etwas zu Paper Mario 2 Kenner. Ja? Und zwar. In was ist El Palmon, der Bot? In was ist El Palmon, der Bot? El Palmon, ein komischer Palmer mit einem genialen Schnauzbart und einer Sonnenbrille. Welchem schreibst du mal, was er so macht? Nee, es ist das Special für Paper Mario 2, die werden das gewinnen. Man könnte ja theoretisch auch noch sagen, was sie so ungefähr für Aufgaben haben. Was? Was weiß ich, dass ich überhaupt klar mache. Wir sind hier nur bei einer Leitstelle, wenn wir nur verlassen werden. So, nächste Karte. Nur auf 4 Karten übrig, meine Freunde. Ruf jetzt an! Anrufen! Aha, gut. Runde 12 Punkte. Ja. Nein, ich stimme mit der Flagge. Runde 12 Punkte. Ja, Runde 12. Nein, Runde 13 muss ich dran sein. Nein, das ist Runde 13 wahrscheinlich. Was war das? Ach genau. Rom. Ein großer Herrscher. Kommt in Asterix und Obelix. Ah, die Zündhölzer. Die Zündhölzer. Ja, genau. Nein, die Zündhölzer haben nicht Rom regiert. Nein. Also.
ja, ist halt so ein Typ. Sehr berühmt, hat eine große Rolle in der Geschichte gespielt. Und wieso kommt die Musik nicht? Die Musik habe ich schon herausgestellt. Weil wir eventuell... Warte Leute, wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder auf Sendung, so wollte ich sagen. Oh Gott, da, nein, nicht der. Nein! Wenn Scheiße. Ihr es vielleicht gehört habt, dann wisst ihr, wen wir meinen. Den da. Stopp. I. Ja, das ist I. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Oh, wir hören an der Musik. Es sind nur 3 Karten übrig. Jetzt wird hektisch. Also, nächste Karte. Diesmal kannst du sogar ein bisschen mehr umschreiben. Das sind die letzten 3 Karten. Ja. Gut. Achtung. Runde 14, genau. Es ist ein Gefühl. Es ist nicht Glück, es ist nicht Trauer. Aber meist, wenn man traurig ist, dann ist man auch begründet. Da will man jemanden was eingreschen. Hat was mit viel Aggression zu tun. Also es ist nicht so, dass man zum Therapeuten gehen muss, aber es ist ganz schön bam, ich schlag die einzelnen Fresse. Ne? Sowas kennt ihr eindeutig. Schreibt es mir in die Kommentare. Runde 14. Gut, nächste Karte. Noch 2 Karten. Runde 15. Aha, nächste Karte. Gut. 4 Punkte. Ach genau, davor war es nur ein Lambasam. Davor war es, oh Gott, davor waren 5 Punkte, genau. 4 Punkte. Unsere Heimatgalaxie, mehr wollte ich sagen schon. Aber es hat was damit zu tun. Wer super Soul kennt, der kennt sogar eine Geschichte, die heißt ja, über die Arbeit. Ja, also auf jeden Fall, sie hat was mit Kühen zu tun. Der Name der Galaxie hat was mit Kühen zu tun. Ja, natürlich. Ach so, ja. Oder, ja. Mit dem Saft der Kühe. Mit dem Urin der Kühe. Urin, wenn der Melker kommt und... Oh Gott, du hast Probleme. Und dann hoch und runter, hoch und runter, oh mein Gott, ja, dann kommt er. Dann kommt er. Hoch und runter, oh mein Gott, ist ein Saft, also nein. Also, so, letzte Karte, Leute, letzte Karte. Letzte ist mal schon ein bisschen Stimmung, muss man sagen, wenn ich hier noch nein. Jo, 3 Punkte für Runde 16. Da sind wir wieder, Leute. Ja, also das Moment. So, das letzte Wort. Das ist ein weißes Tier. Man kann seine Kleidung darin waschen. Nicht spontan. Es ist eine Maschine. Haha, ein Haushaltsgerät. Fantasia fucking up. Ja. Aber die letzte Runde. Danke Leute für euren Blut bei. Ihr wisst schon. Ein Loch am Brustkorb. Gut. Machen wir das Haus und. Gut, und jetzt können wir die Musik ausmachen und wieder Musiker. Ja. Ja, wir haben gerade in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gestört, als das gerade Probleme hatte mit uns. Und ja, sagen wir es mal so, ich bin jetzt an einer Stelle angekommen, da ist ein riesiger Brunnen. Ein Kugelbilly, der einem ein Geschenk machen will, wenn man einsteigt ins Spiel. Und zwar Hammer. Ist ein Schaum. Schaum. Ja, Kettenhund. Juhu. Und ja, währenddessen meistere ich hier mit Bravo dieses Level. Auf meinem Bett? Ja. Ich würfel mal schnell diesen Würfel. Ich habe nämlich so, als ich kleiner war, habe ich immer so gute Nachtwürfel. Oh Gott. Der okay. Entschieden, ob er stirbt oder nicht. Doch, Gott. Wir singen noch ein gute Nachtlied. Kennst du einen? Kein mehr. Ja, die Lu, nur der Mann im Mond. Schau zu. Oh Gott. Wie ist es? Wisst ihr Leute, ich kenne nur ein gute Nachtlied. Sag dir eine kurze Vorlesegeschichte. Na, das wollte ich mir nicht zweimal sagen. der Tod der Geschichten, Mann, die Geschichten. Okay.
So, die erste halbe Welle. Wir sind in 3.8, merke ich gerade. Eigentlich ist der Part schon zu Ende, aber ich mache das Level jetzt noch zur Stelle. So. Jetzt noch ganz schnell. Ich habe noch ein Kinderbuch ausgehört. Mama und Mu schaukeln. Es war ein warmer Sommertag. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, die Fliegen suchten und die Kühe grasten auf der Weide. Ich habe gerade verstanden, die Vögel suchten und die Kühe grasten auf der Weide. Alle Kühe, bis auf Mamamoo. Mamamoo schlich sich davon und sprang über den Zaun. Sie stieg auf der Ware und fuhr los im Krähenwald. Auf dem Heckfeuer klemmte sie ein komisches Brett. Scheiße, was ist das wohl für ein Brett? Klopf, klopf, klopf. Mamamoo klopfte an die Tanne, auf der die Krähe wohnte. Leise rief sie: Hallo Krähe! Die Krähe steckte den Kopf aus ihrem Nest. Laut, sodass es weithin zu hören war, rief sie: Ach, du bist das Mamamoo. Was ist denn im Wald? Du sollst auf der Weise gerade so gut nutzen. Psst, machte Mamamoo. Nicht so laut, der Bauer darf nichts hören. Ja, auch so scheiße, wenn der Bauer was hören würde. Flatter, flatter, plumm. Die Krähe kam von ihrem Nest darunter geflogen. Und landete auf diesem scheiß verwechselten Fahrradlenker. Ich wollte nicht bitten, mir zu helfen, sagte Mama nur. Und die Krähe hörte gar nicht zu. Damit beenden wir dieses spannende Buch. Was wird wohl passieren? Die Krähe hört nicht zu und Mamamoo braucht Hilfe. Was ist wohl dieses komische Brett? Wir wissen es nicht und ihr werdet es nie erfahren, wenn ihr euch nicht das Buch kauft, Mamamoo schaukelt. Ach, das ist das! Das Ach kam, so! Das kam wir heute wohl im Fernsehen! Das kam heute früh im Fernsehen, ist mir auch gerade aufgefallen. Ach, das ist das, Mamamoo schaukelt! Aha, jetzt wissen wir also, welches Brett du meinst. Nö. Das Pornobrett. Was jede Kuh zum Ficken bringt. Du Perversling. Mann, ja, Lambruski, wisst ihr? Ja, auch mit deinem hässlichen Lambruski. Das ist ein Lambrusconi, Lambruski. Ja, halt. Unmöglich. So, jetzt mache ich noch zwei Serumblätter hin und steckte auf den Fetter auf. Nein, das ist Ich kann noch fest werden. Ich glaube, wir sind nicht fehlen.